Hallo und willkommen zurück. Jetzt noch ein paar Nachträge zu den Bode-Diagrammen, die wir jetzt gerade behandelt haben. Ihr werdet oft sehen, und MATLAB macht das zum Beispiel so, dass nicht in Dekaden gerechnet wird, wenn wir mit Betrag von GI Omega rechnen, sondern dB. Und jetzt ist es aber kein großer Unterschied, denn eine Dekade ist einfach nur 20 dB. Ich könnte also statt C hoch 1, also aus dieser 1 hier oben, werden 20 dB. Aus meiner 0 werden 0 dB. Aus der minus 1 werden minus 20 dB und minus 2 minus 40 dB. Also hier habe ich die dBs, hier habe ich die Dekaden. Es ist im Prinzip das gleiche System, nur eine andere Beschriftung. Die dBs, die haben aus historischer Sicht natürlich ihre Bedeutung und werden auch oft verwendet. Gut, das ist nur ein kleiner Nachtrag. Was uns jetzt aber wirklich noch beschäftigt ist, was mit komplexen Polstellenpaaren. Denn, ja, was haben wir gemacht? Wir haben in der komplexen Ebene, wir hatten reelle Nullstellen und Polstellen. Also wir haben eigentlich nur, hier ist der Realteil, hier der Imaginärteil, wir haben nur Nullstellen hier auf und Polstellen auf der reellen Achse zugelassen. Was uns noch völlig fehlt, ist der ganze Bereich hier überall. Ja, zwar die Instabilen weniger, aber den haben wir noch völlig unbearbeitet gelassen. Und es sieht erstmal so aus, wie wenn wir die meiste Arbeit noch vor uns hätten. Ist aber gar nicht so, denn alles, was hier oben passiert im echt komplexen, dort, ja, genau, können wir immer eine Analogie finden und es quasi eine Polstelle hier wieder, die bezieht sich dann auf eine Polstelle auf der Achse. Werden wir gleich sehen. Also, wie schaut's aus? Ich habe einfach mal ein Beispiel gemacht. Ich habe hier ein komplexes Polstellenpaar bei der minus 1. Also hier doppeltes x, doppelte Polstelle bei minus 1. Doppelte Polstelle. Sehen wir im Graphen, wir steigen bei 1 ein und dann haben wir hier bei 1 haben wir hier Steigung, den Knick nach unten, Steigung minus 2. Also in einer Dekade geht es hier gleich 2 nach unten. Der Term dafür ist 1 durch s² plus 2s plus 1. Also den kann ich faktorisieren. Das ist ja s plus 1 zum Quadrat. Was wir jetzt aber machen werden, wenn ich es ausmultipliziere, hier komme ich diesen 2s, dieses gemischte Glied. Und das werden wir jetzt kleiner und kleiner werden lassen. Schauen wir mal, was passiert. Und zwar, wenn ich jetzt 0,87 mal die 2s nehme, dann habe ich auf einmal keine zwei reellen Polstellen mehr. Die waren ja hier beide bei der minus 1, sondern ich bekomme eine, die ist nach oben gewandert und eine nach unten. Interessanterweise, wenn ich nur dieses gemischte Glied hier kleiner mache, dann bekomme ich Polstellenpaare, die auf einem Kreis liegen. Und zwar um den Nullpunkt, genau einen Kreis durch die minus 1, wo die reellen Polstellen waren. Also hier, dieser Kreis, der hat immer konstanten Radius 1 natürlich und auf dem bewegen sich diese Polstellen entlang. Und das wird im Extremfall, also
wenn wir das weiterführen und diese 0,87 noch kleiner machen, landen wir ja irgendwann bei s Quadrat plus 0s plus 1. Also irgendwann wird der gemischte Term verschwinden und wir landen bei diesem Term und der entspricht ja s Quadrat plus 1, das ist ja s plus i mal s minus i. Also wir werden das so weit treiben, bis wir hier auf der imaginären Achse gelandet sind. Das passiert also, wenn wir diesen gemischten Term kleiner machen, laufen wir im Kreis entlang zur imaginären Achse. Und wir können jetzt parallel mal hier betrachten, was passiert. Bei 0,87 sind wir ja schon, ja, würde ich sagen, 30 Grad oder so weiter in die komplexe Ebene rein. Und hier im Graphen sehen wir in Rot, da hat sich eigentlich fast gar nichts verändert. Ich bekomme hier bei dieser Knickfrequenz, bekomme ich hier so eine leichte Ablösung. Aber da wir sowieso beim Bode alles ja immer idealisiert hier bis an die Ecke zeichnen und hier dann die Asymptote, hat sich eigentlich für uns überhaupt nichts getan. Machen wir es nochmal extremer. 0,5. Jetzt sind wir schon, naja, ich würde sagen, über 60 Grad haben wir uns hier schon rauf und runter gedreht. Da, ja, jetzt sieht es eigentlich fast so aus, wie wir es immer zeichnen würden. Ja, also wir bekommen wieder diese Ablösung an der Frequenz. Und jetzt machen wir es nochmal weiter. 0,17. Jetzt ist schon sehr, sind wir schon sehr nah an der imaginären Achse. Und jetzt bekommen wir hier diese Überhöhung. Also es bildet sich so eine Nase an dieser Knickfrequenz. Und wir können es nochmal extremer machen. Jetzt sind wir schon bei fast 0, nur noch 5% vom gemischten Term. Wir sind fast an der imaginären Achse angekommen. Und jetzt bekomme ich schon diesen sehr starken Peak hier. Was erstmal einfach beschreiben. Also es gibt Strategien aus der Zeit, als es noch keine Computer und MATLAB gab, wie wir aus diesem Term hier oben und dieser 0,05 genau auf Höhe und Breite von diesem Resonanzpeak hier schließen könnten. Das wollen wir nicht besprechen im Detail, denn für ja, diese Details, denke ich, können wir einfach MATLAB anschmeißen. Wir bekommen mit dem Bode-Befehl unser Ergebnis innerhalb einer Sekunde. Mir geht es mehr ums Verständnis. Also wir wissen, je näher wir an der imaginären Achse dran sind, desto mehr bekomme ich aus meiner Grundform, die irgendwie so aussieht, bekomme ich hier noch so eine Resonanzüberhöhung dazu. Denn was ja passiert, wenn wir mal diese Übertragungsfunktion anschauen, dieses System g von s ist gleich 1 durch s Quadrat plus 1, das ist ja so ein Federmassesystem ungedämpft. Und dieser gemischte Term, dieser plus, ich sage mal, Gamma mal S, das ist im Prinzip so eine Dämpfung. Und jetzt wissen wir auch genau, was dieser Peak hier ist. Das ist natürlich ein Resonanzeffekt. Also habe ich keine Dämpfung, fällt dieser Term hier weg, ohne Dämpfung, dann bekomme ich, wenn ich mit der Resonanzfrequenz anrege, bekomme ich hier eine extrem starke Amplitude raus. Also eine Resonanzüberhöhung. Habe ich eine Dämpfung, also habe ich diese Dämpfung, dann, oh, das war jetzt ein bisschen zu viel, was ich da weggenommen habe. Ja, dann fällt
die Resonanzantwort kleiner aus. Sie kann natürlich nicht beliebig hoch werden. Und ja, mit ein bisschen mehr Dämpfung quasi sehe ich dann eigentlich fast keinen Unterschied mehr. Dann fällt dieser Resonanzeffekt nicht besonders auf. Also darum geht es eigentlich bei dem Ganzen. Gut. Was wir uns eigentlich merken wollen, ist, die Grundform, die bleibt erhalten. Wir haben weiterhin den Resonanzpeak, oder wir haben weiterhin den Knick bei Omega gleich P Betrag und dort ist eben eventuell auch ein Resonanzpeak. Und je näher wir an der imaginären Achse sind, desto stärker ist dieser Effekt. Wenn, genau, wenn wir den Phasenwinkel anschauen, da sehe ich gerade, da ist ein kleiner Fehler meiner Folie hier, das muss Phasenwinkel von G heißen. Auch dort sehen wir, dass sich nicht viel ändert. Blau ist hier die ursprüngliche Form. Wir haben die sowieso immer stilisiert, dass wir gesagt haben, wir fangen eine Dekade vorher an und hören eine Dekade später auf. Und alles, was jetzt passiert, wenn wir uns der imaginären Achse nähern, ist, dass dieser Übergang steiler wird. Also es wird nicht mehr genau eine Dekade sein, sondern ja, vielleicht nur noch eine halbe Dekade für diesen Übergang oder eine Vierteldekade. Also das wird einfach steiler und ich will jetzt auch keine Anstrengung unternehmen, genau zu begründen, wie groß der gemischte Term sein muss, dass wir welche Steilheit bekommen. Das kann man alles mit MATLAB wunderbar simulieren. Es geht eher so um dieses grundlegende Verständnis. Okay, wie schaut es aus mit Nullstellen? Gleiches in Grün. Also die Nullstelle sieht ja so aus, knickt nach oben und wir bekommen, falls wir hier Resonanz haben, ein ungedämpftes System, kommt so ein Resonanzpeak nach unten. Sonst bleibt alles gleich. Und auch hier der Übergang wird einfach wieder steiler beim Winkel. Auch hier habe ich den vergessen, Winkel von G. Gut, probieren wir mal einfach eine Übungsaufgabe. Hier habe ich verschiedene Pol- und Nullstellen eingezeichnet und euch mal einen Graphen gegeben von G-Betrag. Zu welchem von diesen vier Null- oder Polstellen gehört dieses Diagramm? Ja, genau. Also, es muss die Nummer 3 sein. Aus welchem Grund? Was sehen wir denn? Also, wir können auf jeden Fall mal beobachten, wir haben einen Knick nach unten bei 10 hoch 0. Also, wir haben auf jeden Fall einen doppelten Pol. Und das sagt uns schon mal, dass der Grüne ausscheidet. Also es kann nicht die 2 sein, da haben wir eine Polstelle und eine Nullstelle. Und es kann nicht die 4 sein, da haben wir zwei Nullstellen. Jetzt ist es so, wir wissen, P-Betrag muss 1 sein. Das heißt, unsere Polstellen liegen auf einem Kreis mit Radius 1. Den habe ich hier eigentlich schon eingezeichnet. Gleich 1. Also auf diesem Kreis müssen sie liegen und das sind natürlich nur diese beiden blauen hier. Ja, die roten, die sind hier auf einem viel kleineren Kreis und der hat einen Radius von vielleicht, weiß ich, 0,2 oder 0,3. Da würden wir den Knick hier bekommen. Ja, da hätten wir den Knick an einer anderen Stelle.
Also es muss Nummer 3 sein. Wunderbar. Jetzt können wir quasi jedes System schematisch als Bode-Diagramm darstellen. Und das werden wir dann auch nutzen, um uns die Filter, Digitalfilter zusammenzubauen, genauso wie wir sie haben wollen. Gut, also euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.